Ein Sturm wird kommen. Er wird sich nähren aus den Toten der Vergangenheit, den Lastern der Gegenwart und den Entscheidungen der Zukunft. Er wird auf Hochklippen niedergehen wie der Hammer auf den Amboss und versuchen, das Haus in die Hallen des ertrunkenen Gottes zu bringen. Leider werde ich nicht mehr da sein, wenn dieser Sturm kommt. Aber bei Mutter Reun, mein Blut bleibt. Willkommen zurück in Westeros und willkommen beim Ausmarsch der Eiseninseln. Bei ihrem grandiosen Raubzug in die Weite und den dahinterstehenden Plan, den Lannisters ungewöhnlicherweise einem Festlandvolk zu helfen. Aber fassen wir doch einmal kurz zusammen, was ist beim letzten Mal passiert? Ach, keiner will anfangen. Gut, dann wähle ich aus. Alles. Was ist beim letzten Mal so ganz grob passiert? Ja, wir haben zwei Söhne ausgetauscht. Jemand hat mehrere kleine Häuser an das Knie gebeugt. Kleine Häuser. Kleine Häuser. Und es wurde Pläne. Ja, kleine Häuser. Und es wurden Versprechungen gemacht, die auf verschiedene Hinweise gezogen wurden. Ob sie eingehalten werden, ist eine andere Sache. Es wurde der Plan gemacht, wie wir angreifen. Und ja, jemand hatte nächtlichen Spaß. Und dann, der andere fand es nicht so gut. Und dann sind wir irgendwann losgefahren, wie du es schon mal beschrieben hast. Genau. Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass die Burg nicht so komplett leer ist, sondern da sind noch Leute. Diese haben nicht alle mitgenommen. Genau. Habe ich noch was vergessen? Wir wollten das... da noch was dranhängen, ja. Garen hat. Wir noch... wollten nämlich noch sagen, dass wir mindestens 3 Schiffe noch da gelassen haben. 3 Schiffe, ne? Kriegsschiffe, wolltet ihr noch da lassen von eurer Insgesamtflotte, angeführt natürlich von. Wie hat er das genannt? Die Weiße Seeschlange, ne? Oder die Seeschlange, ja. Die Seeschlange. Yes. Das Schiff aus Wehrholz, das ihr auf der Insel des ertrunkenen Gottes erbeutet habt, das einmal vollgestopft war mit Schätzen, vor langer Zeit, aber ja, gut. 3 Schiffe bleiben im Hafen, beschützen, so gesehen, mit Mannschaft und einer kleinen Garnison dann die Burg und die Heimat. Die würden vermutlich eher um die Insel herum, nicht im Hafen sitzend, weil da sind sie ja Sitting Ducks. Die sollen ein bisschen, genau, die sollen gucken, dass sie nicht angegriffen werden, weil, ja. Sie liegen vor Anker um den Inseln herum und können jederzeit Signal geben, sobald irgendwo Schiffe auftauchen sollten. Das ist natürlich ein riesen Vorteil für das Haus Hochklipp, dass Burg Salzwall mitten auf der Korallenzinne liegt, einem einzelnen Felszacken, der aus dem Meer herausragt. Von daher schwierig bis nahezu eigentlich unmöglich einzunehmen. Dann, ja, ihr habt jetzt den valyrischen Bastardsohn bei euch vom Haus Lannister und Taran, genau, Taran. Taran Hügel eigentlich, weil er ein Bastard ist. Aber ihr habt so ein bisschen die Info bekommen, dass er halt von Lancel dem Dritten sehr gemocht wird. Dementsprechend habt ihr da vielleicht so ein kleines Druckmittel auf jeden Fall in der Hand. Andersrum. Er wurde ja auch legitimiert. Er wurde auch legitimiert, deswegen ist er auch ein Lannister. Andersrum habt ihr Torgon weitergegeben als Mündel an die Lannisters, die noch am selben Tag abgereist sind. 4 Tage danach habt ihr, nachdem ihr alles soweit vorbereitet habt, Sachen verladen habt, Männer bereit gemacht haben. Die Stimmung der Männer ist sehr positiv. Es gibt einen großen, schon lange nicht mehr gehabten Raubzug, auch mit anderen Häusern zusammen, in die Weite. Vorbei an den Schildinseln will man den Mann da hoch. Aber der eigentliche Plan ist ja eigentlich ein anderer, nicht wahr, Garen? Was ist denn eigentlich der ursprüngliche Plan gewesen? Der ursprüngliche Plan, den die Lannisters hatten, war, dass wir in Old Oak, wenn sie sich mit den Gardener-Truppen prügeln, den Gardeners in den Rücken fallen und sie dann da aufmischen, was da flieht.
Und wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu tun, sondern von Old Oak weiter zu segeln und dann in Highgarden einmal Ernte einzufahren. Genau. Wie ist das denn? Das ist jetzt mal so eine Frage, die euch kommt, während ihr euch gerade auf dem Schiff befindet, so bis zu dem Treffpunkt an den Kreidefelsen in der Nähe von Casterly Stein sind es doch ein paar Stunden, ja, eigentlich sogar fast einen Tag, den ihr braucht, um dorthin zu segeln. Und dementsprechend, oder zwei Tage, habe ich doch eher die Frage, was macht ihr eigentlich mit den anderen, die sich auch auf diesen Plan eingelassen haben? Mit den anderen Häusern der Eiseninseln, die, wenn ihr den Plan ändert, sich vielleicht ein bisschen verarscht vorkommen. Wir hatten das mit denen doch bereits besprochen. Easter hat ja den Dolch sogar in die Karte reingerammt, das wissen die doch alle. Sehr gut. Das war nämlich für mich nochmal wichtig, dass ihr das auch nochmal wiederholt, weil bevor das jetzt hier irgendjemand vergisst. Ihr seid selber schuld. Genau. Bevor das jetzt hier irgendjemand nochmal vergisst. Unsere Zuhörer haben natürlich den Vorteil, dass sie das alles am Stück hören könnten, ne? Wir haben immer ein paar Wochen dazwischen, wo wir spielen können. Ja, genau. Schlussendlich war der Plan nämlich, ja, Lannister, klar, treffen, wir reden mit denen, aber helfen. Wir helfen denen doch. Ja, wir haben ja sogar gesagt, Stelle. Wir können dann von Highgarden aus ein Stück in die Weite sozusagen von hinten wirklich noch helfen. Ja. Den Rest zu aufräumen. Werden genau. Sie dann zurück ihr zu kompletten Zerstört zu Hause machen. Haben sie eine Zeit lang keine Angriffe mehr. Richtig. Wir helfen ihnen. So. Ich finde sogar noch für eine längere Zeit. Wir kloppen und wir holen nur das Gold und wir opfern unsere Männer. Ja, und wenn wir Highgarden geplündert haben, können wir doch immer noch Old Oak ausräubern. Nur halt nicht in der zeitlichen Abfolge, die die Lannisters haben wollten, genau. Vielleicht ursprünglich. Aber wir machen, was sie wollen. Old Oak wird auch noch brennen. Ist doch in Ordnung. Meine Güte. Wir machen genau das, wo wir hoffen, dass das nicht bei uns passieren wird. Alle Schiffe weg oder alle die ganze Infanterie weg und dann schön in die Hauptstadt rein. Genau deswegen lassen wir auch die Schiffe da, dass die um Burg Salzwall herum auch mal gucken, weil nein, denn auch unsere Nachbarn glauben und trauen wir nicht wirklich. Vielleicht manchen mehr als anderen, aber im Grunde auch denen nicht. Genau. Eisenmänner. Riecht ihr das? Nichts duftet besser als der salzige Geruch des Meeres. Ich habe ihn schon fast verloren aus meiner Nase, so lange ist das her, da ich das letzte Mal auf einem Kreuzzug war. Es freut mich, dass ich mit euch wieder zusammen in den Kampf ziehen kann. Die Männer stimmen bei dieser Ansprache, die du unter den Männern machst, mit ein. Einige meinen zurtig, den gleichen Geruch kann man auch im Bordell bekommen, wenn man da mal ein paar Mal öfter hingehen würde. Ja, herrlich. Männer. It's a man. So. Ich habe euch auf der Karte mal grob eingezeichnet, wie eure erste Etappe eurer Reise aussehen wird. Ihr werdet die Eiseninsel in einem etwas größeren Bogen umschiffen und nicht zwischen den Inseln hindurchreisen. Ihr wollt ja vielleicht bei anderen Häusern nicht zu sehr Aufmerksamkeit erregen, wenn die auf einmal aus der Burg gucken und denken, ist das nicht die, so mit einem Kaffee in der Hand, ist das nicht die Seeschlange? Warum fahren die mit ihrer fast gesamten Flotte da lang? Keine Ahnung, fahr mal hinterher. Also wir sind auch schon hier. Nein, fahr mal zur Burg. Ja. Ach ja, ich hatte doch noch was vergessen, fällt mir an. Ich hatte hier beim letzten Mal noch die ganzen anderen Salzweiber und Kinder von Lorcan darauf angewiesen, dass sie darauf Acht geben sollen, dass die ganze Sippe fliehen kann und denen sogar noch Geld hinterlassen, dass, wenn irgendwie sowas passiert, die abhauen mit Easters Kindern. Ja, okay. Gut. Hast du damals auch schon so gesagt? Ja. Du hast Vorkehrungen getroffen, sollte es wieder erwartend zu schlimmeren Verstrickungen kommen. Mhm. Das wurde so von mir notiert. Alle umbringen. So. Dann kommt Lorcans Geist aber wirklich aus dem Meer schon hochgesprungen und wird gallig. Hava, ich bitte dich einmal, mach mal eine Probe auf Kriegskunst befehligen, um die richtigen Befehle und Koordinationen auch zwischen den Schiffen hinzubekommen, als kann, einer der Hauptmänner. Kann ich ihn unterstützen, indem ich
dort mit lang gehe, mit der Gandalf Langaxt, versuche zu unterstützen und seine Befehle auch durchzusetzen. Also wenn du mit drohen willst, ja, aber das hat... Nein, ich will... Wir können unseren Halbwürfelpool als Unterstützung theoretisch mit dazugeben. Ja. Also ich habe jetzt schon eine 18. Reicht, danke. So viel dazu. Aber ihr wolltet doch so gesehen mithelfen, eingreifen natürlich weniger. Kriegt auch ohne große Unterstützung von euch das hin, dass die Schiffe sich perfekt koordinieren in einer Formation, segeln und dann sich von den Eiseninseln aufmachen bis in die Westlande, wo ihr dann auch nach bei der Strecke doch wahrscheinlich eher so einer Woche dann auch ankommt bei Casterly Rock. Lannisford ist das nicht, das ist unten direkt so gesehen hier an diesem kleinen Landzipfel, den man da unten sehen mal. Kann. Genau. Wo? Ich sehe es gerade. Da, wo der Liederpunkt ist. Ja, okay. Wo ihr euch auch mit den anderen Flotten zusammentreffen werdet und wo ihr dann auch auf die Lannisters und ihre Bannerhäuser treffen werdet. Ja. Die See ist ruhig, es ist eine gute Fahrt. Scheinbar ist der ertrunkene Gott mit euch und der Sturmgott zeigt sein dunkles Haupt nicht über euch, so dass ihr innerhalb der Woche ohne große Probleme dort hinsegelt. Vor euch, wenn ihr nach 7 Tagen dort angekommen seid, seht ihr eine große Ansammlung, beziehungsweise so, ihr habt es bestimmt schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen, so in England, diese Kreidefelsen. Unten ein Strand, dahinter dann eine wirkliche Kreidefelsenwand, die gute 50, 60 Meter nach oben ragt und da oben dann so gesehen das Land weiter fortsetzt. Dors habt ihr da auch. Ihr könnt oben auf diesen Kreidefelsen mehrere Banner sehen von verschiedenen Häusern aus den Westlanden. Banner, die man halt irgendwann mal vor Jahren vielleicht mal ausgeraubt hat oder ähnliches. Aber ganz prägnant, ganz groß dazwischen der goldene Löwe auf rotem Grund des Hauses Lannister. Auch die anderen Häuser der Eiseninseln sind bereits dort, haben Anker gesetzt und mit euch, also ihr seid nicht die Letzten, Haus Drum ist noch nicht da und Haus Harlau ist auch noch nicht angekommen. Die anderen sind allerdings bereits anwesend und haben auch gute, viele Schiffe dabei. 8 zählt das Haus Gutbruder, 5 Schwarzflut. Und Graufreud ist mal mit 15 Schiffen hier aufgetaucht. Also, wie viele haben wir jetzt, wenn ich das mal so... 7. 12? Okay. 7 müssen also wir hätten 10 und 3, da wir 3 zurückgelassen haben. Dann habt ihr 8, weil die Seeschlange ist eine Sonderanfertigung. Die zählt nicht zu den Standardkriegsschiffen. Okay. Die ragt ja auch wirklich aus allen anderen Schiffen prächtig heraus. Würde gerne nochmal einen von den Soldaten kurz annicken, der das Horn vielleicht trägt und einmal so dieses so richtig so, aber nur leise natürlich. Aber so, dass das schon die Motivation steigt, so hier, wir sind wir, ne? Ja, das wird die Motivation auf jeden Fall steigern in dem Moment. Und Männer werden munter auf den Schiffen, machen sich bereit, an Land zu gehen. Beiboote und ähnliches würden bereit gemacht werden, aber da es ja Langschiffe sind, die ihr habt, werden die bis an den Strand fahren, wo ihr dann runterspringen könnt und direkt an Land gehen könnt. Zumindest wäre das die Option, aber das muss die werte Herrin Hochklipp selbst entscheiden. Ja, das würden wir dann schon machen. Also wir würden an Land die Schiffe eben landen sozusagen und dann würde ich nochmal meine Eisenmänner einschwören. Eisenmänner, ihr wisst, was der Plan ist. Ich würde widersprechen, wir sollten die Schiffe nicht anlanden. Nein. Die anderen haben es auch gemacht. Das ist mir egal, was die anderen machen. Aus dem einfachen Grund, wir sind... Warum sollten wir die Schiffe an Land legen? Außerdem haben wir wie viele von denen ausgeraubt und so weiter. Wir sollten nicht aus Schiffen, die schneller und wendiger sind als die Lannister, sitzende Enten machen. Meine Königin. Na, dann gehen wir vor Anker und gehen mit Beibooten an Land. Ja. Dann machen wir das so.
Dann gebe ich die Befehle, dass das so gemacht wird, dass die Schiffe eben schwimmenderweise ankern und wir in die Beiboote an Land gehen. Gut. Das Ganze wird veranlasst und als ihr dann mit den Booten nach und nach herüber übersetzt, werdet ihr von einigen Eisenmännern, aber auch von einigen Westländern, die an der Küste sind, ein bisschen misstrauisch beäugt, warum ausgerechnet alle anderen ihre Schiffe anlanden ließen für die Unterhaltung, Verhandlung bzw. das Lager, aber ihr euer Schiff so gesehen nicht habt anlanden lassen. Das wird relativ schnell spürbar für euch, dass ihr da beobachtet werdet. Alles, du bist mit deinem persönlichen Kader auch dort? Ja. Außer wenn die Herrin Ister irgendwas anderes sagt. Die mussten richtig paddeln mit den paar Männekes, ey, um unser Tempo zu halten. Okay. Gut. Angekommen werdet ihr von Lannister-Wachen in Empfang genommen und gebeten, doch mit hinauf auf die Kreidefelsen zu kommen, zum großen Heerlager des Königs der Westlande. So, also bevor ich wirklich an Land gehe, nehme ich erst wieder meinen Kelch, trinke einen Schluck Salzwasser, schütte mir den Rest über den Kopf, möge der ertrunkene Gott uns gnädig sein, und gehe dann an Land. Mach mal bitte einen Wurf auf Wille und Hingabe. Ich würde ein kleines Gebet für mich selber kurz machen. Oh, 16. Bekommst für diesen Abend einen temporären Schicksalspunkt, den du tappen okay. kannst, aber nicht verbrennen kannst. Ja, ist okay. Alles, wie sieht dein Gebet aus? Auf Wille? Nein, wie sieht es aus? Wie betest du? Ich nehme mir einen kleinen Kelch, nehme mir einen kurzen Kelch und ist es mehr für sie selber. Es ist nicht offensichtlich, sie spricht kurz für sich, was trinkt was und gibt den Rest über den Kopf, aber nicht offensichtlich für andere, eher nur für sich selber. Gut, da du das versuchst auch noch heimlich zu machen, kriegst du... Nicht wirklich heimlich, aber auch nicht. Wenn du sagst, du machst es nicht offensichtlich, machst du es heimlich. Okay, gut. Gut. Dann mach mal bitte auch eine Probe auf Wille und Hingabe mit einem Wert von -2 auf das Gesamtergebnis. Okay, Wille und Hingabe 7. 2. 5. 7. Zu mutig ist er nicht. Zur Zeit nicht. 10. 16. Die -2 habe ich schon abgezogen. Auch du bekommst einen temporären Schicksalspunkt, den du diesen Abend verwenden kannst, ansonsten verfällt er. So. Ihr werdet an einem kleinen seitlichen Pfad hinaufgeführt zwischen die Kreidefelsen und kommt dann oben auf eine Ansammlung schroffes Gestein und von kargem Gras bewachsenen Ebene. Es erinnert ein bisschen an, für die Leute, die die Serie gesehen haben, Dragonstone im ersten Moment, wo einfach nur Moos und Gras am Wachsen war, wo Schafe am Weiden sind. Man kann sogar ein paar Schafe etwas weiter östlich die Felsen entlang blickend sehen, aber vor euch tut sich ein großes Heerlager auf. Männer sind hier sich bereit machen scheinbar für eine doch größere Schlacht. Ein kurzer Überblick darüber lässt euch vermuten, ihr seid alle so halbwegs kampferfahren, beziehungsweise auch vielleicht so weit gebildet, dass ihr euch da eine Vorstellung von habt. 2.000-3.000 Mann sind hier, die zusammengeführt wurden bis jetzt. Garen Lockhandsohn runzelt die Stirn. Warum? So wenige. Vielleicht wartet man noch auf die restlichen. Das hier ist nur ein Treffpunkt. Ich gucke einmal zum Meister Haber rüber. Mhm. Meister, wenn ich mich recht entsinne, sind doch normalerweise die Truppen der Lannisters und der anderen Westländer zusammengenommen eher im 10.000er-Bereich. Warum sind die nur so wenige? Ich dachte, die räumen hier mit ihren Gegnern von Haus Gardner so richtig auf.
Ich glaube nicht, dass die so dumm wären, mit 2000 Mann alleine das schaffen zu können. Irgendeine Hinterhand haben die wohl was noch. Genau, wir müssen auf jeden Fall herausfinden, was da los ist. Ich hoffe, kein Hinterhalt auf uns. Das befürchte ich auch. Ich werde jedenfalls mal mich später ein bisschen nach hinten fallen lassen und ein bisschen durch das Lager drumherum. Vielleicht einfach mal durch die Reihen ein bisschen spionieren, ein bisschen hellhörig werden. Ne? Aber erst später. Mhm. Gut. Man führt dann würde ich würde noch zu meiner Schwester rüberschleichen. Also so mich ein bisschen zurückfallen lassen. Schwesterherz? Mhm. Sag mal, ich guck mich so einmal um. Das sind ja Pferde, Möwen, Schafe, wie wir ja gerade festgestellt haben. Ich guck mal so Richtung Möwen. Sag mal, Schwesterchen, magst du dich nicht nachher vielleicht ein bisschen hinsetzen und ein bisschen die Gedanken fliegen lassen? Natürlich, aber nach der Besprechung. Hm. Gut. Ihr werdet durch das Lager geführt, Ista allen voran. Ista, du vor allem merkst, dass du oftmals Blicke kassierst, die keiner Königin oder einem Krieger würdig wären, sondern eine gewisse Form von Verachtung einer Frau. Das bin ich gewohnt. Genau, einer Frau, die sich als Königin und Kriegerin auch noch ausgibt. Ausgibt, betone ich hier nochmal. Gut. Wie gehst du damit um? Ignorierst du das für dich? Also ich bin es ja jetzt nach 15 Jahren auf dem Thron, oder 11 Jahren auf dem Thron, dann doch schon gewohnt. Und auch davor ja war das nicht so einfach als Thronfolgerin. Insofern prallt es tatsächlich inzwischen an mir ab. Und im Gegenteil, es stärkt mich und ich laufe noch stolzer und noch... Also ich versuche noch einschüchternder zu wirken. Okay. Das... Kannst du einmal machen mit überzeugen, einschüchtern. Oh, kann ich sogar noch zwei Bonus dazu. 6, 6 und 10 sind 22. Doch, ja. Man hört vielleicht sogar, während ihr da durchgeht, hin wieder die Aussage, schau da jetzt nicht so hin. Warum? Ist doch nur eine Frau. Ja, weißt du nicht, wer das ist? Das ist Lady Blutwall. Die hängt dich an den Füßen auf und lässt dich ausbluten über ihren Zinnen. Ach, wenn ich sowas mitkriege, schaue ich nur dahin und sage, mach so. Und geh weiter. Männer, die das dann mitbekommen, wenden schnell den Blick ab, schlucken einmal kurz und bleiben dann eher so unter sich. Ihr erreicht das große Zelt, ein pompös aufgebautes Zelt aus roten Leinen und Seidenstoff mit dem goldenen Löwen an mehreren Bannerecken aufgehangen und auch einem wirklichen, scheinbar aus Gold gearbeiteten Löwen oben auf der Hauptstandarte, der im Zentrum des Zeltes oberhalb des Zelts zu sehen ist und da glänzt in der Sonne. Also alle Eisenmänner jetzt gerade so, können wir nicht hier anfangen zu plündern? Ja. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Männer, die haben keinerlei Geduld. Sage ich nicht, denkt der Charakter. Als das Zelt sich öffnet, kommt ein hochgewachsener, glatzköpfiger Mann heraus mit einem leicht blonden Spitzbart, der einmal in die Runde schaut, dabei allerdings nicht irgendeine Form von Abschätzung, Verachtung oder irgendetwas im Blick, sondern ein leichtes Lächeln zeigt sich. Er macht eine Verbeugung und schaut euch mit einem freundlichen Gesicht an. Lady, verzeiht, Königin Hochklipp. Es ist mir eine große Freude. Kenne ich ihn? Also weiß ich, dass das war schon, oder habe ich aus Geschichten gehört? Nein, okay. Ihr könnt alle mal auf Wissen, Bildung würfeln, wenn ihr möchtet, um abzuschätzen, wer denn überhaupt der König oder wie der aussieht. Also ist naja, da was. Wir haben einen Bastard nicht von ihm, wir wissen nur wahrscheinlich, wie er aussieht. Nee, wir haben einen Bastard von seinem Bruder. Ich hatte nur eine 6, also ich glaube, da steht wirklich etwas planlos da. Moin.
Nochmal auf was würfeln, bitte? Wissenbildung. Oh. 12. Gut. Und Meister Tyrell? Rechne gerade noch. Tyrell, 13. 13. Das muss Jamie Lannister sein, der Bruder des Königs. Der Jüngere. Ich sag nur so, so ist es. Also, da ich nicht weiß, wer er ist, sage ich dann auch. Und ihr seid ein Lannister, nehme ich an? Er lächelt. Was hat mich verraten, trotz meines entfallenen Haupthaars? Der blonde Bart? Er ist stattlich, hochgewachsen, fast 2 Meter groß. Dabei wirkt er allerdings nicht so irgendwie schlaksig oder so etwas, sondern eher so agil. Wie jemand, der sich schnell hin und her bewegen könnte, wenn er müsste. Ja, Jamie Lannister. Ich bin des Bruders König. Es ist mir eine des Ehre. Des Königsbruder! Ich bin des Bruders Königs. Ah, da seid ihr ja. Er ist aus dem Irrenzelt abgehauen. Verzeiht. Oh Mann. Es ist mir eine Ehre. Und verneige aber nur so den Kopf. Er macht natürlich nochmal eine weitere Verbeugung, die weit tiefer geht als die deine, um damit klarzumachen, in welcher Position er sich befindet. Ich bin als Berater hier und würde euch bitten, es ist eine Bitte, die Waffen abzulegen für unsere Unterhaltung, aber ein Dolch darf jeder bei sich führen, natürlich. Ich schaue mal zu denen, die zu mir gehören und sage, legt die Waffen ab. Mhm. Ihr habt den Mann gehört. Ich behalte aber mein Schwert tatsächlich. Wie ihr wünscht, Königin Hochklipp. Die anderen, wenn... Ein Dolch ist in Ordnung, also ja, genau. Hans-Silett. Der Rest ist ein anderer Dolch und ein Bogen. Insofern, die beiden kleinen Dinger können wir kriegen. Ich behalte meine Handaxt und mein Schild. Den Rest gebe ich mein Kader. Als eine Wache noch so auf dich zugehen möchte, hebt Jamie die Hand. Es war eine Bitte, keine Aufforderung. Wenn die werte Dame, Kriegerin, wie ich ihr sehe, solche Angst um ihr Leben hat bei einer einfachen Unterhaltung und einem Abendessen, dann möchte man ihr die doch nicht nehmen. Und lächelt dabei. Pizza. Ja, spricht er mich dabei an? Ja. Ich habe keine Angst. Ich mag es nur, meine Waffen an meiner Seite zu haben. Ja, wir sind die Diener der Herren, My Lord Lannister. Insofern Wachen und Diener sollten immer gerüstet sein für den Ernstfall. Und wer weiß, wie eure Bankette ablaufen. Vielleicht müssen wir den Fingertanz auch noch hier machen. Nein, solch Spiele treiben wir natürlich hier nicht. Aber man findet immer einen Weg, irgendwie seine Angst zu argumentieren. Sagt er dabei nochmal in Alice Richtung. Er öffnet dabei das Zelt und ihr könnt einen Blick hineinwerfen. Keine Wachen befinden sich im Innern. Nur ein, ja, Mann von ähnlich fast groß, gleich großer Statur mit langem, fettigen Haar, dessen Haupt eine goldene Krone ist, die von ineinander verschlungenen und verschlungenen Löwen sind. Überall zwischen den Krallen und Klauen der Löwen sind Rubine eingesetzt. In jedem der Finger ein Goldring, der mit bloßer Kraft schon gar nicht mehr vom Finger gelöst werden könnte. Ein Mann mit vorstehendem Bauch, der Gürtel hält ihn oben, sonst würde er wahrscheinlich nochmal 10 cm weiter runtersacken, auf einem Thron aus einfachem Thron aus Holz sitzend, während er sich Wein einschenken lässt von einer jungen Frau. Als das Zelt sich öffnet, erhebt er sich und ihr seht Lancel den Dritten Lannister, ein Mann, von dem ihr wusstet, dass er früher vielleicht mal etwas ansehnlicher war. Nun hat er einen imposanten Bauch entwickelt, dadurch, dass er König zu sein scheint und scheint auch etwas die Körperpflege dabei zu vernachlässigen. Milo. Der ölig glänzende. Ich glänze wie Gold. Das ist kein Lob. Ach so. Zeit.
Er kommt auf euch zu. Das Gesicht von dem, wie gesagt, langen, lockigen, schmalzigen Haar umrahmt. Kein Bart, rasiert dafür, mit Sommersprossen bedeckt. Was dem Ganzen ein bisschen ein kindliches Aussehen verleihen mag, hätte er nicht Augenringe, die bis fast auf die Wangen herunterfallen. Durch exzessiven Suff vielleicht. Ach ja. Wahrscheinlich. Königin Hochklüpp, verneigt er sich vor dir. Weil sein Bruder so ein nickendes, zustimmendes Gesicht. Mhm. König, er ist auch König, ja? Bevor ja. ich jetzt was Falsches sage. König Lancel, es ist mir eine Ehre. Und eine Freude, hier zu sein. Auch für mich ist es eine große Freude und ein Vergnügen, die Königin von Salzwall, die Herren Hochklipp einmal kennenzulernen. Die eine Frau, die sich unter all den Männern durchgesetzt hat. Welch Stärke, welch Macht liegt in euch verborgen. Aber ich habe bereits euren Sohn gesehen. Ich weiß, welche Macht in euch schlummert. Dieser Junge wird ein stolzer Krieger mit einer breiten Brust und wird die Axt schwingen wie kein anderer Eisenmann. Es klingt, wenn Garin und Haver hören sich das Ganze an, ihr beide seid so ein bisschen geschulter da drin. Das wurde ihm vordiktiert. Das wurde ihm hundertprozentig von irgendjemandem eingeimpft. Kann ich mir mal kurz die, die ihm das Getränk eingeschenkt hat, angucken? Ja. Von Stand oder eine Gesinde? Eine einfache Frau. Wahrscheinlich eine Schankmaid aus irgendeinem der Wirtshäuser der Gegend oder eine arme junge Frau, die mitgenommen wurde als Teil des Trosses, der das Heer versorgen soll. Sehr gut. Ich habe eine Frage. Wie verhält sich dieser Jaime Lannister, der Bruder vom König? Er steht die ganze Zeit so gesehen zwischen Istar und Lancel, beschaut das Ganze sehr wohlwollend, lächelnd und schaut auch immer mal wieder in eure Richtung. Keine Wachen, wie ihr seht. Kann ich den mal einmal Wahrnehmung empathiemäßig mir angucken? Ja. Kann ich auch? Ja, darfst du. Echt gut gewürfelt. Dafür brauchst du nicht würfeln, dass er die unsympathisch. Ja, er ist schon. 16. Ein nee, 17. Ja, 16. 17. Jemand, der auf den ersten Blick für euch absolut weltoffen wirkt. Jemand, der genau weiß, was man wie, in welchem Moment sagen muss, um genau so zu wirken. Er mag vielleicht diese drahtige Statur behalten haben, dadurch, dass er körperlich sich ertüchtigt. Kann man ihm auch sofort ansehen. Aber hinter seiner Stirn verbirgt sich höchstwahrscheinlich das Gefährlichere an ihm. Sein Verstand. Bitte, tretet doch ein, deutet dann Lancel auch an, während Jamie an der Seite vorbeigeht und den Vorhang weiter aufhält und es werden noch einige Stühle herangetragen und ein, zwei Tische von der Seite hergestellt, damit man sich hier zusammensetzen kann zum Trinken. Haver, mach mal einen Wurf auf Wahrnehmung Aufmerksamkeit, genauso wie Alice bitte in dem Moment, als sie reingeht. Wahrnehmung Aufmerksamkeit. Ja. Okay. Scheiße, ich werfe ungut. Böse. 17. Mit 3 Würfen. Und bei dir, Haver? Nicht so viel. Ah, wobei, ich darf ja noch mal einmal neu würfeln. Moment. Boah. 6, 12, 18, 20. Dann fällt es euch beiden auf. Eine Truppe Eisenmänner. Ganz offensichtlich von den Greyjoys, unweit der Zelte, haben die gesamte Szenerie beobachtet. Nachdem ihr ins Zelt ins Innere verschwindet, drehen sie dann auch von der Gesamtszenerie ab und gehen in Richtung der Kreidefelsen zurück. Flo, sind da noch andere Häuser? Was meinst du jetzt? Von den Westlern? Am Tisch. Am Tisch? Nein. Am Tisch. Nein. Ihr seid gerade für euch eingeladen worden. Mhm. Vielleicht wer ist noch bei uns? Ihr vier. Okay.
Und dazu Jamie und Lancel. Hm. Ich würde wahrscheinlich Garen zumindest anstupsen. Mit den Augen so ein bisschen zur Seite gucken, so ein bisschen nicken. Während wir da mitgehen. Du siehst auch die Männer gerade weggehen. Du kannst auf dem Rücken bei allem noch den goldenen Kraken auf schwarz erkennen. Mhm. Wahrscheinlich würden wir trotzdem langsam reingehen. Ich würde einmal kurz mich zu der zu Lady Hochclip an umdrehen. Verzeiht einen Moment, meine Herren. Und dort dann zu der Schankmaid. Du da? Die Schankmaid schaut kurz einmal rüber zu Jamie, der wiederum den Blick, der das scheinbar genau mitbekommen hat, und ihr einmal zunickt und sie kommt dann in deine Richtung rüber. Ja, mein Herr. So, dass es Jamie auch hört, aber leise, dass es so wirken könnte, als würde ich es tatsächlich so meinen. Verzeiht, aber wo wäre denn hier der Abort? Ah, es gibt... Verzeiht, folgt mir, ich führe euch hin. Schaut dabei noch einmal rüber zu dem Herrn Lannister, der wiederum noch ein weiteres Mal nickt und führt dich dann das Zelt hinaus. Mhm. Es gibt einen Teil der es gibt einen Teil an den Kreidefelsen, wo man ein paar Balken aufgebaut hat, wo man sich hinsetzen kann. Mhm. Ein Donnerbalken. Mhm. Direkt runter in die Schlucht. Wo man dich dann auch hinführen wird. Aber, da kommen wir gleich zu, unterdessen im Zelt, man bietet euch allen sofort einen Platz an und man lässt sofort Teller auftischen. Aus einem der 7 Zelte wird Essen gebracht, gekochte Flusskrebse, Muscheln, Fisch, und Lancel schaut dabei recht stolz, wie es scheinbar ist, in Richtung von Lady Hochclip. Natürlich habe ich darauf geachtet, dass wir nur Essen haben, das Eisenmännern auch schmeckt. Oder möchtet ihr etwas, sagen wir Schwein oder Hammel? Ach, wenn sich die Gelegenheit schon mal ergibt, nehme ich auch gern davon etwas. Einmal alles, deutet er dann an den Koch, woraufhin dann auch noch etwas gekochter Hammel und gebratenes Schwein gebracht wird. Ihr habt alle die Möglichkeit, euch hinzusetzen. Lancel schaut etwas pikiert in Richtung von Alice. Eine starke Königin hat also auch eine starke Wache, wie ich sehe. Ebenso starke Frauen wie ihr höchstwahrscheinlich. Ja. Definitiv. Ja. Lancel sagt, warum seid ihr nur mit so wenig Mann hier? Ach. Euer Heer ist doch viel größer. Ich hab's mir gedacht. Guckt zu Jamie hoch, der neben ihm nur steht, die Arme so vor der Brust verschränkt in diesem roten Brokat, wie es den Lannisters von der Kleidung her üblich ist. Er hat noch so einen goldenen Anstecklöwen so an der Seite, so als wäre er die Hand von ihm. Siehst du, Bruder, kommt gleich zur Sache, wie die anderen, mit denen wir geredet haben. Sie kommen gleich zu der wichtigsten Frage. Ja, ich weiß. Und wir können ihnen jedes Mal die gleiche Antwort geben. Wir sind noch am Aufstellen des Heeres. Wir werden allerdings bis Ende der Woche höchstwahrscheinlich weitere 8000 Mann hier haben. Die Westlande sind etwas weitläufiger als die Eiseninseln. Verzeiht. Alles gut. So macht diese Aufstellung zumindest oder diese Anzahl bisher zumindest Sinn. Sonst hätte ich an eurem Verstand gezweifelt. Mit 2500 Mann in den Krieg gegen die Weite. Das wäre zumindest mutig. Also schon fast eines Eisenmannes würdig, aber vielleicht auch ein bisschen dumm. Zumindest nur fast einem Eisenmann mutig. Schaut ja. Jamie dich dann an. Aber eben besagt, diesen Mut wollten wir nicht haben und haben wir leider auch nicht. Deswegen haben wir ihn uns, ich will nicht sagen, erkauft, denn das würde bei Eisenmännern zu einem inneren Unwohlsein führen. Ich würde sagen, erstanden. Also früher hat die Anwesenheit eines Lannisters schon gereicht für innere Unwohl. Insofern könnt ihr auch erkauft sagen. Ihr sprecht von meinem Schwager, während er einen dieser Flusskrebse im Mund verschlucken lässt. Euer Schwager ist doch herzallerliebst, vor allem nun mit seinen 8 Fingern. 6 Finger und 2 Daumen. Alice trinkt nichts.
Okay. Eine unterhaltsame Geschichte. Sagt, er hat sich auch frei gekämpft, so dass er mit seinem Leben davongekommen ist damals. War das so? Hat er das erzählt? Sagen wir, er hat die unglaubwürdigsten Dinge erzählt, die ich niemals glauben werde. Was hat er denn so erzählt? Kommt. Er hätte... Spannt mich nicht auf die Folter. 5 eurer besten Männer alleine im einzelnen Kampf besiegt, hat sich aus dem Lager geschlichen und dabei noch die Hälfte eurer Männer im Schlaf erdrosselt. Aus Rache für seine Finger. Ich würde laut lachen und auf den Tisch schlagen. Ja. Und das ist der Grund, weswegen ihr uns braucht, um euch zu helfen, anstatt einfach euren Bruder zu fragen? Er steigt in das Lachen mit ein. Es ist genau der Grund, warum ich euch haben möchte, weil ich es ihm einfach nicht abkaufen würde. Ja. Also meine fünf besten Männer leben auf jeden Fall noch und ich glaube, erdrosselt hat er bis auf eine Fliege auch noch nichts. Und selbst da sind sich die Weisen nicht ganz einig. Aber sonst ist er herzallerliebst. Nicht wahr? Jamie schaut das Ganze mit einem leichten Lächeln, schaut dann zu dir, Lady Hochklipp, sagt, ihr kommt mit 8 Schiffen. Die Greyjoys haben 15 mitgebracht. Und nach meinen Informationen habt ihr eine größere Flotte. Warum seid ihr nicht mit allem Mann hergekommen? Von wem habt ihr diese Information? Sagen wir, gute Quellen sollte man nicht preisgeben, sonst versiegen sie zu schnell. Vielleicht sind es keine guten Quellen. Darauf wollte ich hinaus. Ah, interessant. Spannt mich nicht auf die Folter. Wir haben keine 15 Schiffe. Das kann ich euch ja sagen. Also sind es wir sind 10. mit allen brauchbaren Schiffen gekommen. Und vor allem mit der Seeschlange. Die zählt bestimmt locker für 10 Schiffe. Das berühmte Schiff aus Wehrholz. Ich wusste es. Ich habe es gewusst, als die Männer davon vorhin geredet haben und schreibt sich dabei den nächsten Flusskrebs in den Mund. Ich habe die erstaunlichsten Geschichten darüber gehört. Ihr sollt es von einer Insel bekommen haben, die im Meer versunken ist. Diese Geschichte stimmt wiederum. Und ihr sollt doch ein Schwert bei euch haben, das von eurem Gott selbst stammt? Ich ziehe das Schwert mal so ein Stück hoch, dass er sieht, dass es da ist. Irisierend wie grünliches Perlmutt leuchtet die Klinge im wenigen Licht, während du es herausziehst und dabei einen wunderschönen, metallenen Klang von sich gibt. Seine Blicke und seine Augen werden für einen Moment sehr, sehr gierig. Ist mir klar, ich steck's gleich wieder rein. Ein wunderbares Stück. Leider bin ich des Kämpfen nicht mehr mächtig, seit die Gicht mich eingeholt hat, aber ich hätte es zu gerne einmal im Kampf gesehen. Vielleicht habt ihr die Gelegenheit. Zumindest es zu sehen, wenn ich es führe. Das klingt, als wärt ihr bereit, einen kleinen Übungskampf zu vollführen. Entschuldigung, ich muss lachen, weil Christopher gerade unten schon tausend Tode stirbt, glaube ich. So, oh Gott, ist sie blöd, die Alte. Nein, das ist eher so, wow, der Lannister ist dafür, dass er angeblich genau weiß, was er sagt, echt erstaunlich dreist und meine Fresse, Er redet mit Eisenmännern. Eisenmänner sind dreist, Emporkömmling in seinen Augen, direkt. Warum sollte er nicht sich verhalten wie ein Eisenmann? Natürlich. Habt ihr einen fähigen Mann oder vielleicht eine fähige Frau? Bruder, leih mir doch bitte deine Klinge, meint Jamie zu seinem Bruder, der wiederum dann an sein Schwert, an seine Hüfte greift und sagt, bitteschön. Ein Stahl, wie ihr seinesgleichen sucht. Wollen wir uns vor dem Zelt treffen? Oder wollt ihr vielleicht erst zu Ende essen und euch stärken, Lady Hochklipp? Wir machen das zu gegebener Zeit, aber ich komme sehr, sehr gerne darauf zurück. Ah, natürlich. Er gibt das Schwert zurück, denn es landet dann wieder neben dem Thron direkt in einer kleinen Halterung. Unterdessen draußen im Heerlager. Garin, du folgst der jungen Frau, bis du irgendwann an einer Ansammlung von aufgestellten Querbalken ankommst, die eigentlich daran erinnern, also aus der Ferne kann man sie sehen. Ich wollte sie eben zu Ende beschreiben. Als ob man Pferde da anbinden würde. Keine Wand drumherum, nichts. Die setzen einfach hin. Frei schwingend. Okay. Erstmal würde ich einen
meinen Charme bei der jungen Dame spielen lassen und sie nach ihrem Namen fragen. Also einen Verführenwurf machen. Mach mal. Führt dich halt da durch. Männer sitzen bei kleineren Lagern und ihren Kochherden. Kochen was. 18. Die junge Dame, was machst du genau? Ich würde zu ihr aufschließen, so einmal die Hand um ihre Hüfte legen und einmal nach ihrem Namen fragen, erst mit einem freundlichen Lächeln. Und da Garin attraktiv ist, dürfte das relativ charmant aussehen. Linda, sagt sie. Linda, magst du mir einen kleinen Gefallen tun? Sehr gern, wenn es in meiner Macht steht. Ich wollte kurz ein kleines bisschen Ruhe haben, bevor ich mir dieses höfische Palaver anhören kann. Insofern, bist du noch länger heute am Zelt des Königs am Dien? Ich bin sein persönlicher Mundschenk seit Lannis Hort und werde wahrscheinlich auch die nächsten Wochen das Lager begleiten. Ah, na dann habe ich jetzt zumindest eine Motivation, das Zelt des Königs nochmal zu betreten. So ein unterdrückstes Kichern von ihr. Dann bekommt sie ein ganz charmantes Lächeln. So die Variante. Na dann, gönn mir einen Moment, dass ich mir die Beine verdrehe, bevor ich mich da für Stunden hinsetzen muss. Ja. Und dann sieht man, dass Garin halt gänzlich unzielstrebig aber die weißen Klippen entlang marschiert. Ich gucke mir an, wo die Greyjoys hingehen und was sie tun. Ah, okay. Du schaust dich also so ein bisschen um, versuchst so ein bisschen dich zu orientieren, machen, wo auf Wahrnehmung Aufmerksamkeit, ob du da so den Blick für behältst. Wo die kampieren. Mhm. 17. Eine 17. Ohne große Probleme fallen die Eisenmänner in ihrer aus Stahl und Eisen gearbeiteten Rüstung, die mehr funktional statt schick im Verhältnis zu den Lannisters, die mehr schick statt funktional manchmal wirkt. Mhm. Kannst du denen folgen und kommst dann an so einen, ja, also man muss sich vorstellen, wie so eine Abstufung dieses Kreidefelsens, der auf so einem Halbweg runterführt. Das ist so gesehen, seid ihr jetzt auf der rechten Seite hochgegangen und auf der linken Seite kann man auch wieder runtergehen zum Strand. Und da gibt es so ein paar Abstufungen, wo noch weitere Zelte aufgebaut sind. Darunter auch ein großes Zelt, in dem alle Banner der Eisenmänner befestigt sind. So scheinbar ein Ting-Zelt, wo sie sich zusammensetzen können, um sich zu unterhalten. Und darum haben sich so ein paar Lagerstätten gebildet von den Eisenmännern. Dort gehen die auch gerade in Richtung des Tink-Zeltes. Mhm. Sehe ich, dass irgendwelche Bewegung bei den Greyjoy-Schiffen ist? Nö. Gut, also gehen sie nur zu diesem Tink-Zelt. Greyjoy-Schiffe sind halt genau wie alle anderen Schiffe an Land gezogen. Was merkwürdig für Garin ist, weil warum lässt man für ein kurzes Treffen die gesamte Truppe anlanden, die eigentlich ja hinter die feindlichen Linien soll. Insofern wundert es Garin. Und bei der Anzahl der Schiffe dürften genauso viele Leute fast im Lager der Eisenmänner sein, wie im Lager der Lannisters. Und das sind so die Daten, die er sich anguckt. Okay, die gehen in das Tinkzelt. Irgendwie komisch, weil das ist ein kurzes Treffen. Eigentlich müssten die Leute dann vermutlich morgen übermorgen wieder los. Macht das Sinn? Er ist sehr skeptisch. Geht dann allerdings zurück in das Zelt. Während du da stehst, dir das Ganze anschaust und deine Schlussfolgerung ziehst und kurz bevor du dich auf den Weg zurück machst, merkst du mit einem Mal eine Axtschneide so ganz leicht so auf die Schulter von dir legen. So, und von hinter dir, du bist tot. Drehst du dich um oder bleibst du einfach stehen? Mit einem Lächeln dreht sich Garin um. Vor dir steht ein Mann, Eisenmann. Auf dem Wappen vor dir siehst du das Haus Greyjoy. Ein dichter Bart, der bis hinunter auf die Brust ragt, in dem mehrere Eisenspangen und Ringe eingeflochten sind. Auch ein Ring durch die Nase.
und das wilde Haar zu einem dicken Knoten zusammengebunden. Selber, er ist nicht so groß wie du. Führt aber eine ebenso große Langaxt bei sich, die ein bisschen über seinen Kopf herüberragt. Mhm. Ist dabei aber, hat aber dabei Arme so dick, wie andere Oberschenkel haben. Und muss verdammt gut ins Schleichen sein. Er hat keine Schuhe an. Als du dann runterguckst, geht der Mann barfuß durch den Rasen. Guckst du in seine Bartringe. Guck auf dein Wappen. Und ihr seid? Jemand, der sich dafür interessiert, wer ihr seid. Hm. Scheint auf irgendetwas rumzukauen, siehst du. Ich bin ein Eisenmann wie du. Na, wie ich? Interessant. Ihr seid ein Lord. Der Diener einer Lady. Einer Königin sogar. Und ihr seid König Greyjoy? Nein, nein, nein. Laras ist mein Bruder. Ich bin Doran. Doran Graufreud. Er reicht dir die Hand. Garen Lorkans Sohn. Ich greife die Hand. Du siehst da in so eine Stummelhand greifen, die nur noch den kleinen, den Ringfinger und den Daumen hat. Mhm. Aber einen ebenso kräftigen Handgriff hat, wie jeder andere Eisenmann es auf der Insel haben sollte. Mhm. Garen Lorkans Sohn. Lorkans Sohn. Seid hier also von des Blutschädels Nachkommenschaft. Der älteste seiner Söhne. Ah, wahrscheinlich auch der hübscheste. Habt ihr jemals gekämpft, so wie ihr aussieht? Ja. Na, will ich mal sein. Du bist die erste Reihe, ne? Bitte? Du bist doch so ein Typ für die erste Reihe. Was hat's mich verraten? Die fehlenden Zähne. Nein, dieses kleine Stilett-Ersatzprodukt, was du da gerade auf meiner Schulter abgelegt hast. Ah. Ja, meine geliebte Axt. Siehst du? Und ich bin halt eher einer von denen, der herausfindet, wo der Gegner ist. Ah. Also, wir gehen an dir vorbei, guckt aufs Lager. Ich sehe keine Gegner, aber ihr wolltet es unbedingt sehen, das Lager, scheinbar. Ich wollte zumindest mal sehen, warum ihr alle an Land gegangen seid, wenn wir in ein paar Tagen wieder losschiffen. Und ich wollte mir angucken, ob ich damit recht hatte, dass wir tatsächlich fast so viele Eisenmänner hier gerade sind wie Lannister. Es wäre so ein leichtes, sie niederzumähen, sie all ihres Eisens zu berauben und dann am besten noch einfach nach Lannisford rein und ein paar Frauen mitnehmen. So, dann weißt du auch, warum ich mir das angeguckt habe. Weil zumindest es meiner Königin vorschlagen kann ich ja wohl. Ich will auch gerne bluffen, wenn du möchtest. Nein, 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 das glaubt er dir. Er ist eine einfache Seele. Er gibt auch nicht viel darauf, dass du ihn immer noch duzt, obwohl er ein Lord ist. Von daher ist ihm das auch scheinbar egal. Ja. Aber nein, mein Bruder hat ein Abkommen. Ein Abkommen mit eurer Königin. Jo. Jo. Sag mal. Was quatscht ihr denn da an dem Tingzelt? Gibt's da was Spannendes oder vor allem gibt's da was Gutes zu trinken? Wolltest du mitkommen? Später, ich muss noch in das Zelt da vorne. Dann verpasst du ja, was da geredet wird. Wahrscheinlich, warum ihr nicht angelandet seid wie alle anderen. Die gleiche Frage kann ich rumgekehrt stellen. Warum habt ihr euch denn hier aufs Land begeben? Als Zeichen des guten Willens. Wir sind Eisenmänner. Normalerweise räumen wir die aus. Wir haben vermutlich mehr von deren Töchtern bei uns in den Burgen sitzen als die. Ja, und sie kamen angekrochen und wollten höflich sein. Und die anderen hohen Herren haben beschlossen, auch in diesem Fall einmal höflich zu sein. Und nachdem, wie ich den Plan verstanden habe, werden die sowieso in den Arsch gefickt. Dann kann man wenigstens noch mal jemanden streicheln und nett sein, bevor man ihn von hinten packt. Aha. Also ihr wollt nicht mit ins Zelt? Schade. Ich hätte einen Trinkkumpan gebrauchen können. Er greift in seinen Gürtel und holt einen kleinen gepökelten Fisch heraus, den er an der Schwanzflosse abbeißt und auf der er dann wahrscheinlich die nächsten 20 Minuten rumkauen wird.
Ah, ich glaube, in der Stunde wirst du auch noch da sein, oder? Wir sind schon unterm Tisch. Er guckt dich mit so einem ernsthaft Blick an. Er kriegt dieses freundliche Lächeln von mir zurück, von wegen so, du hast damit angefangen, was die Aussage des Lächelns ist. Gut. In einer Stunde. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ich schlag nochmal so, ne, diesen Unterarm-Handshake ein. Mhm. Geht drauf ein. Du merkst, dass er dir noch so einen kleinen Moment nachschaut und danach sich die Axt schultert und wieder hinuntergibt und dabei pfeift. Wobei das mehr eine Art Ansammlung aus Spuck- und Piepsgeräuschen ist. Von Garen hört er ein entspanntes Summen. Während Garen, sobald er weg ist oder etwas weiter entfernt ist, ein bisschen zügiger geht, um Easter Bericht erstatten zu können. Gut. Der eine Satz, mit von wegen, dass in den Arsch bezog er ja auf die Insel in Westlanden. Ich würde da mal einmal Wahrnehmung Empathie draufwürfeln, ob mir der Gedanke kommt, dass die vorhaben, da in den Rücken zu fallen. Kannst du gerne machen. Danke. Du weißt doch, Spielerparanoia. Naja, irgendwann kickt die immer. Nein. Nein. Also paranoid. Eieieiei, ist mein bester Wurf heute. 22. Okay, wow. Gut. Besser wird's nicht. Wenn der was wüsste, würde er es dir wahrscheinlich sogar noch ehrlicherweise sagen. Aber in dem Fall ist das scheinbar nicht so. Der geht von einem ganz klaren, wir fahren dahin, räumen die Westlande leer und dann lachen wir die Lannisters aus. Wir sollen auch die Weite ausräumen, nicht die Westlande. Ja, die Weite. Das ist beides Gleiche. Westlande. Ich wollte gerade sagen, das ist alles gleich, die sind stickreich. Das ist halt mit WLAN, das Gleiche. Wir rauben nicht den Löwen aus mit den anderen. Ja, ich gehe dann mal in das Zelt. Hacken wir ein paar grüne Hände ab. Irgendwann werden die schon grün. Du siehst in dem Moment, wo du das Zelt wieder betrittst, wieder Schwert an der Seite des Königs der Westlande zur Seite gelegt wird und besagter König Lenzel einmal kurz aufschaut. Gehört er zu euch? Ich verneige mich ihm gegenüber. Nicht so tief wie ich bei Easter mich verneigen will, aber doch höflich. Verneigt sich, du nickst. Ah, okay. Ja, setzt Hoheit. Euch natürlich. Danke, Hoheit. Lassen wir das freundliche Gerede. Wir sind unter Eisenmännern hier. Ich finde ihn ja irgendwie niedlich. Man sieht so dieses Grinsen bei Garen und Überlegungen wegen, aber sagt von wegen, ja, echt in Ordnung von dir, Lenzel. Er scheint aber gerade noch hinter den Zähnen zu halten. Also für jeden, der ein Wahrnehmung, also jeder, der einen Punkt Empathie hat, der weiß und merkt, der Typ scheint eine Art Fan von euch zu sein, gefühlt. Warum habe ich keinen Bonuswürfel? Wahrscheinlich ist das so, wirklich so dieser Fanboy, der das nicht zugeben möchte, dass er Fanboy ist, so nach dem Motto. Lebensstil, Freiheit, auf See und der ganze Kram. Rauben, wie man will. So viele Frauen haben, wie man will. Oder Männer. Ne, das ist so scheinbar irgendwie sein persönlicher Traum. Und dafür, dass er kein Eisenmann ist, kann er sich doch schon so wie jemand benehmen, der in einem Eisenmann-Wirtshaus groß geworden ist. Sein Bruder steht die ganze Zeit lächelnd daneben. Die junge Dame ist nebenbei auch schon ins Zelt zurückgekommen und hat angefangen, Wein einzuschenken, als Mundschenk natürlich überall. Also, bevor wir nochmal jetzt darauf zurückkommen. Meine Männer sammeln sich. Die Westlande sind groß, habe ich ja gesagt. Und ihr seid mit 8 Schiffen hier. Das ist richtig. Allen voran die Seeschlange, die sowieso wahrscheinlich als erstes da sein wird, bevor überhaupt jemand da sein wird. Das ist auch richtig. Sehr gut. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Man sieht in dem Moment, wie Jamie die Augen zumacht und kurz nickt und einfach weiter lächelt. Ansonsten verzieht er keine Miene. Gut. Der Plan ist... Jamie, bitte, die Karte. Ja. Er holt von einem der Tische eine Karte, schiebt ein bisschen die ausgeschlürften Muschelschalen zur Seite und die kaputtgekauten Flusskrebse
und legt diese auf den Tisch. Der Angriff wird ungefähr hier erfolgen, deutet er damit hin, auf die Ausläufer der Westlande und vor allem der von Tannen durchzogenen Gebiete. Wir werden dann richtig, richtig schön marschierend, hinein in die Weite, und ungefähr hier an der Baumgrenze wird wahrscheinlich die Schlacht stattfinden. Es ist nicht ein Geheimnis, dass die Weite sich bereits auf einen Gegenangriff vorbereitet. Wir haben ein bisschen da auf die Trommeln gehauen. Er fängt an zu rübsen, während er das macht. Bei Old Oak werdet ihr dann allem, was flieht und uns euch entgegenkommt, niedermähen. Und dann wird aufgeteilt, was übrig bleibt. Das klingt nach einem sehr durchdachten Plan. Ist auch von mir. Wann genau plant euer Gnaden die Schlacht? Im Laufe der Woche werden die restlichen Truppen ankommen. Das bedeutet, innerhalb der nächsten 7 Tage sind sie hier. Wenn der Großteil hier ist, werden wir uns marschbereit machen. Einen Tag vorher, sagen wir 2 Tage vorher, macht ihr euch auf den Weg zu den Schildinseln, bezieht dort Stellung in der Nähe von Old Oak, brennt es nieder wegen meiner. Und es wird brennen. Ausgezeichnet. Und dann werdet ihr von Old Oak aus die Baumgrenze entlang wandern, beziehungsweise nach und nach den, was müsste das sein? Ist das der Gold River, glaube ich, müsste das sein. Den Gold River entgegenwandern und dann alles, was euch an Soldaten dort entgegenkommt, einfach niedermähen. Zwischen dem Red Lake und Craig Hall. Ja. Es wird doch bestimmt den ein oder anderen in euren Reihen freuen und schaut dabei in alles Richtungen und zu Haver. Definitiv, die letzte Schlacht ist schon ein paar Tage her. Seid ihr euch sicher, dass ihr gewinnt bei der Schlacht? Wir gewinnen? Ja. Was tun wir, wenn der Fall eintritt, dass ihr verliert? Es wird einen solchen Fall nicht geben. Schaut vielleicht haben sie 1, 2 Asse in Ärmel, die ihr noch nicht wisst. Was sagen eure Informanten denn über die Heeresgröße der Weite? 7500 Mann. Die Weite ist aktuell unglaublich zerstritten in den einzelnen kleinen Häusern. Es ist der Vorteil, wenn man die meisten der anderen Häuser unter seiner Kontrolle hat. Nicht wahr, mein Bruder? Wir haben mehrere der Häuser der Westland unter der Kontrolle, da wir relativ viele Mündel genommen haben. Und durch Verhandlungen gute Ehen geschlossen haben und uns dementsprechend auf viele Alliierte zurückfallen können. Ja, es gibt durchaus attraktive Männer in euren Reihen. Jamie guckt nur mit so ein paar hochgezogenen Augenbrauen einmal in deine Richtung, bleibt aber dann wieder gefasst. Danke, meint der König und schmiert sich so die Hand an dem Brokat ab. Also der Plan steht. Der Plan steht? Ausgezeichnet. Möchte noch irgendjemand irgendetwas von diesem König versuchen, in Erfahrung zu bringen oder irgendwie die Unterhaltung mit ihm fortführen? Ja. Majestät, vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir statt 2, 3 Tage vorher oder sogar 4 vorher losfahren. Ihr meint noch früher? Die Gegenauskundschaften, die besten Wege finden. Das wäre eine Möglichkeit. Das nächste ist, wenn wir bis Old Oak fahren und da in der Nähe der Schildinseln sind und uns irgendein blödes Fischerboot oder irgendein komischer Signalrabe durch die Lappen geht. Wissen Sie unsere Position? Wenn wir hingegen vor den Schildinseln kreuzen, als würden wir zum Beispiel nach, sagen wir, Old Town segeln wollen, würde es eventuell inländische Truppen, die sonst zur Verstärkung für Old Oak geeignet wären, ablenken. Eine gute Option. Jamie schaut sich einmal genauer an. Ein guter Plan. Ein paar Tage früher, die Vorbereitung möglicherweise irgendwelche
Signale oder etwas Ähnliches aufzufangen. Andersrum, wenn ihr früher gesehen werdet, machen sich die Weite wahrscheinlich noch mehr darauf bereit, dass sie vielleicht von Eisenmännern angegriffen werden, was wiederum die Streitkräfte und dann vielleicht auch noch die Gesamtschlagkraft der Weite etwas mindert, weil die Lords Angst haben um ihre eigenen Ländereien. Das ist sogar noch ein viel besserer Plan, geht er sich durch den Bart. Warum überfallt ihr Old Oak nicht und die Schildinseln und zeigt, dass ihr da seid? Wenn wir statt Old Oak und den Schildinseln sagen wir, was nehmen wir mal als Beispiel? Ja, wirklich, eine Segelmanöver sichtbar in Richtung Old Town machen. Ja. Wird vermutlich die Flotte des Arbors am Arbor bleiben. Und wird Haus Hightower, was nach den Erzählungen meines Vaters eines der mächtigsten Häuser der Gardeners ist, vermutlich in Old Town bleiben. Höchstwahrscheinlich. Das bedeutet, der größte Teil der Streitkräfte, die die Weite dann noch hat, würden nicht auftauchen. Eine noch leichter gewonnene Schlacht, mein Bruder. Gut, dass wir uns noch einmal unterhalten haben. Ich diene Haus Hochklipp und damit natürlich auch den Verbündeten von Haus Hochklipp. Man schaut dabei zu Easter herüber und nickt. Fähige Männer habt ihr dort. Fähige Männer. Und Frauen. Und eine schaut, gute Königin braucht auch fähige Männer und Frauen. Und schaut etwas nervös zu Alice. Sie schaut mit ihrem Blick von ihrem Vater, den sie geerbt hat, jeden eindringlich an. Das heißt, sie holt zwei Augen aus der Tasche? Garen würde jetzt kurz einmal Jamie angucken und sagen, große Herrscher ziehen kompetente Berater an. Ja, nicht wahr? Nicht wahr? Noch irgendetwas, was thematisiert werden möchte von euch? Nee, ich würde dann aufessen und dann Jamie, auch wenn ich als Spieler echt schon mir ins Höschen kacke, dann nach dem Kampf fragen, sozusagen. Ein Übungskampf. Jetzt? Mhm. Das sollte doch machbar sein. Damit der König das Schwert in Aktion erlebt. Ausgezeichnet. Ich freue mich. Er nimmt das Schwert des Hauses Lannister entgegen und begibt sich dann vor das Zelt, wo ein etwas größerer Platz ist. Mach Platz! Ein Übungskampf wird stattfinden. Und man, einige der Männer kommen auf, ihr seht das auch, und einige fangen sich auch an zu tuscheln. Alice, Hava und Garen können sich ja mal kurz austauschen diesbezüglich. Beziehungsweise aber Wahrnehmung, Aufmerksamkeit würfeln, was ihr hört. Gucken wir mal. Ich hoffe, heute einfach viel zu gut. Ich würde gleich auf jeden Fall wieder den die Wache suchen mit dem Horn. Einfach nur zum 19. Ansporen so. Mhm. Warte mal. 13. 19, 13. 13. Nochmal 13. Okay. Was? Jamie wird kämpfen? Es heißt, er sei einer der besten Schwertkämpfer der Westlande, die es gibt. Mit wem wird er sich anlegen? Mit der Dame des Hauses Hochklipp. Ist sie verrückt? Solche Sachen kommen da gerade hervor. Sie ist wahnsinnig geworden. Ich gehe zu dem König. Majestät. Mhm. Eine kleine Wette. Ich bin in der Wette nicht abgeneigt. Besprecht. Ein Golddrachen auf die Königin. Ein Goldstück. Drachen gibt's. Ein Goldstück auf die Königin. Ein Goldstück. Die Königin ist die Königin, Majestät. Meint ihr etwa, mein Bruder sollte sich etwas zurücknehmen im Kampf mit einer Frau? Das sagt er recht laut, sodass Easter das hören kann. Majestät, ich würde kein Gold wetten, wenn ich mir nicht sicher wäre, zu gewinnen, wenn ich es auf die Königin wette. Aha. Es sei denn, ihr möchtet nicht dagegen halten. Zwei Goldstücke, das mein Bruder gewinnen wird. Ziel ist, bis zur ersten Wunde zu kämpfen. Beziehungsweise eine Verletzung reicht schon. Das ist dann das erste Blut. Ich würde einmal allerdings das mit Überreden überzeugen, nochmal ein bisschen den Werten Herrn König versuchen,
Naja, gewogener zu machen, wenn das geht. Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Und während er dann abgelenkt ist, würde ich gerne seine Mundschenken weiterverführen. Was war noch mal ganz kurz für mich als Spieler der Unterschied zwischen Verletzung und Wunde? Eine Verletzung nimmst du hin, wenn du Schadenspunkte kassierst und um deinen Ausdauerrang diesen Schaden reduzieren willst. Dann hast du eine Verletzung. Wenn du zum Beispiel Ausdauer 4 hast, kannst du 4 Schadenspunkte damit negieren. Okay. Eine Wunde ist, ich negiere allen Schaden, der reinkommt, weil theoretisch könnte man auch durch einen Hieb bei Game of Thrones sterben. Mhm. Aber die Abzüge waren dann anders, das weiß ich noch. Genau. Minus 1b. Ja. Ja, gut. Bei Überredung. Also eigentlich bis das erste Blut, bis einer Schaden kriegt eigentlich. Wenn jemand Schaden bekommt, hat derjenige, der den Schaden verursacht hat, gewonnen. Mhm. Jamie zieht das Schwert aus der Scheide, gibt es einem der daneben stehenden Soldaten und öffnet noch einmal kurz das Oberteil, was er anhat, worunter man dann eine dünne Lederpanzerung erkennen kann und stellt sich leicht schräg zu dir hin. Ich tue mal mein königliches Zeug runter, dass ich ein bisschen beweglicher bin. Mhm. Und stelle mich dann eisenmännischer so hin wie er. Kampfbereit. Dann Wurf auf Gewandtheit und Schnelligkeit, wer zuerst zuhauen darf. Oh Gott. Kann ich sie jetzt motivieren mit dem Tröten vielleicht noch? Das Horn erschallt, dann darf Tati einen ihrer Bonuswürfe wiederholen, in der Hoffnung, dass da was Besseres bei rauskommt. Boah. Ja, nice. Das ist sehr gut. Oh ja, es hat sich sogar rentiert. Es sind 22. Du darfst zuerst sagen, was du machst. Hau raus. Darf ich noch kurz unterbrechen? Alice springt heran, schlägt den Schild in sein Gesicht. Nein. Erstes Blut. Alice würde sich von dem Kampf zurückziehen, ein paar von ihren Leuten sammeln. Und sie hat ja eine Möwe, sie herholen lassen und sie hineinzwippen. Deine Möwe ist ein Begleittier, oder? Nein, ich habe eine Möwe gefangen genommen. Achso, in Ketten gelegt hat er sie. Ja, dann wird man den Käfig herantragen. Gut. Und wird sie dann versuchen zu übernehmen? Okay. Ja, mach einen Wurf auf Wagen. Hey, das sind 2 Fünfe, eine weitere 15, 19, plus 6, 25. Oh, wow. Hey, Jesus. Fünf. Jetzt wird's aber übertrieben, ja. Okay. Du tauchst in die Mauer sofort ein. Ich hätte mich einen ruhigen Ort mit 2, 3 Leuten von mir hingesetzt. Und die Möwe erstmal ums Lager fliegen lassen. Und wenn es ein passender Moment ist, vielleicht diesen Lannister auf den Kopf verabreden lassen. Okay, gut. Gib ihm ein Malus, finde ich gut. Du kreist auf jeden Fall gerade mit der Möwe über dem Lager, siehst auch, dass von außen immer wieder mal kleine Trüppchen heraneilen, begleitet von einem Reiter. Pikeniere, Bauern, die dann herangezogen werden aus der Umgebung, hin und wieder auch klein, etwas größerer Tross. Also es kommen täglich Truppen an, das hat also der Lannister nicht gelogen. Es werden gerade noch Truppen gesammelt. Aber kommen wir zum Probekampf. Istar, du darfst zuerst. Mhm. Ich würde das Schwert ziehen. Ich würde ihn eigentlich am liebsten in den Schritt, also aber da wir das erste Blut und so, das wäre dann schon ein bisschen arg gemein. Ist das euer? Sonst nehmen wir nur Finger, bei euch sind wir mal eine Ausnahme. Deswegen, da ich ja noch nicht weiß, ob ich es schaffe, würde ich tatsächlich einfach nur versuchen, auf seinen seinen schwertführenden Arm sozusagen, am Oberarm sozusagen, ihn zu treffen. Du machst einfach erstmal einen normalen, standardmäßigen Angriff? Ja. Okay. In der Hoffnung, dass ich treffe und ich dann einen coolen Spruch raushauen möchte. Oder raushauen kann. Oh, ja. 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 25. Alter. Ja. Das sind 1, 17, 2 Erfolgsgrade. Das heißt Schaden, 2, dreifacher Schaden. A3.
Soll ich den Schaden auch auswürfeln? Nein. Schaden ist 6 mal 3 sind 18 Schaden. Und durchbohren 1 hat's. Mhm. Ah, nee, das war mein Bogen. Entschuldigung. Schaden 7 mal 3 ist 21. Ich nehme alles zurück. Okay. Ja, der Arm ist ab. Ja, ab ich habe 9 Leben insgesamt, wollte ich nur sagen. Also ich habe 7 TP. Ich wäre 3-mal im Eimer. Das Ganze ist ein unglaublich schneller Kampf, der nur wenige Sekunden gedauert hat. Beide stehen sich einen kurzen Moment gegenüber, tachieren sich mit ihrem Blick. Und als du den Schritt nach vorne machst, er will den Schlag mit der Klinge auffangen, gehst du mit der Klinge direkt, so gesehen, nachdem du eine Finte geschlagen hast, nochmal komplett um die Klinge herum und schlägst ihm auf die Innenseite des Handgelenks. Okay. Dabei zieht er dann den Arm auch zur Seite weg. Er bleibt kurz stehen, du mit der Klinge nach unten und man sieht dann so am Arm einen Blutstropfen runterlaufen. Und sein Bruder Lenzel. Ich möchte ja schließlich nicht einen Jamie! Hübschen Löwen entstellen. Majestät. Sonst hätte ich woanders hingezielt. Majestät schulden mir 2 Golddrachen. Goldstücke. Er greift sich einfach in den Kopf und gibt dir 2. Schweigen am gesamten Platz. Es herrscht Totenstille in diesem Moment. Niemand hat damit gerechnet, dass der Spess, einer der besten Schwertkämpfer der Westlande, von einer Frau nach einem Hieb so gesehen außer Gefecht, beziehungsweise es ging ja bis zum ersten Blut, gesagt wird so, okay, okay. Er steht auch da, senkt das Schwert, reicht es seinem Bruder. Ich denke, ich muss diese Wunde versorgen lassen. Aber ihr seid ihr seid unglaublich schnell, Königin Hochklipp. Meine Achtung. Ich würde so 2-mal auf die Brust lagen, so, dass man die Metallplatten hört, kurz, und dann auf die Knie gehen und mich verbeugen, so vor so einer krassen Aktion. Ja. Jetzt würde ich mal den Horntröter anweisen, dass er mal ins Horn stößt. Die das begleiten war Eisenmänner schlagen. Hochklipp! Hochklipp! Schlagen auf die Schilde, beziehungsweise auf die Brust. Andere Eisenmänner, die durch das Lager spaziert sind, schauen sich das Ganze etwas interessiert an und erfahren dann, was passiert ist, stimmen dann auch mit ein. Hochklipp, Hochklipp. Und selbst einige Lannister so aus Respekt dir gegenüber. Lenzel kommt dann auf dich zu. Königin Hochklipp. Fanboy-Moment plus 10. Habe ich schon erwähnt, dass meine Frau vor kurzem verstorben ist. Als Jamie dann noch die ganze Sache erzählt zu Easter, kommt da etwas runter. Ja, in dem Moment, wo er sich gerade abwendet, scheißt ihm eine Möwe auf die Glatze. Schaut dem Vogel noch einmal nach. Die Götter sind das nicht bringt mit Glück. Dir. Ah, das bringt Glück. Verstehe. Dann werde ich wohl beim nächsten Mal dieses Glück haben, sagt er und verabschiedet sich dann und macht sich auf den Weg zu einem Lazarettzelt. Die linke Hand immer noch zur Faust geballt, ist wahrscheinlich um den Schmerz oder beziehungsweise etwas, das zu unterdrücken. Hast du ihn sehr hart nebenbei 3 Verletzungen hingenommen, das ist einfach nur ein tiefer Schnitt, also keine Wunde. Mhm. Das heilt schneller ab wieder. Gut. Aber, nachdem wir diese Szenerie haben, Jay. Lenzel natürlich jetzt nochmal total begeistert, nochmal ein bisschen Fanny-Boy ist, werdet ihr informiert, vor allem Harbour wird sofort informiert, dass man an Land ein paar Zelte aufgeschlagen hat, dass man hier nächtigen kann eine Nacht lang und sich dann relativ zeitnah wieder auf den Weg machen könnte, um dann wie geplant in die Weite bzw. zu den Schildinseln sich aufzumachen. Mhm. Und ihr habt nochmal die Möglichkeit, euch etwas zurückzukriegen. Alice, du darfst mal einen Wurf machen auf Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Mit einem Bonuswürfel von 1 durch die Möwe und durch die Tatsache, dass du am Fliegen bist. Ich würde noch meinen Schicksalspunkt haben, um einen weiteren Bonuswürfel zu holen. Du hast ja noch einen über. Also, den du mir gegeben hast. Deswegen habe ich jetzt 6. Ja.
Okay, das sind 5, 11. Mit 6. Na, ich darf nur 3 werfen. Ach so, okay. Ich dachte gerade. Ich habe auch gerade gedacht so, was? Das ist der mieseste Wurf der Welt. Okay. Ja, es kommen immer wieder regelmäßig Truppen an, Leute versorgen sich dort und es ist ein normales Heerlager. Nichts Besonderes. Wenn ich nichts Besonderes bemerke, dann wird die Möwe wieder im Käfig reingehen und zugemacht und ich komme wieder zurück. Gut. Ich würde sie dann Stück für Stück immer weiter. Ja, ich würde die Möwe dann Stück für Stück trainieren, dass sie auf mich hört. Ich würde sie zum Tierbegleiter machen. Okay. Ja. Boah, das sollte auf lange Sicht gar nicht so schwierig werden. Aber es ist halt auch ein Prozess, der seine Zeit bedarf. Genau. Und hat sie ja schon. Genau. Gut. Ihr begebt euch dann zurück in die Zelte oder habt ihr noch etwas Bestimmtes an diesem Tag vor? Ja. Mehrere Sachen. Oh, okay. Dann würde ich aber an dieser Stelle sagen, dass wir das Heerlager und diese Ereignisse auf das nächste Mal und die nächste Folge verschieben und wünschen euch damit erst einmal einen wunderschönen guten Abend. Bis dahin. Jo, tschüss. Bis dann. Tschüss.